Ihr Lieben, als ich noch ein Kind war, hat mein Vater mal versucht, mir die Sache mit der Ewigkeit verständlich zu machen. Und dazu hat er mir folgende kleine Geschichte erzählt. Er hat gesagt, stell dir mal den höchsten Berg der Welt vor. Das ist der Mount Everest. Der ist über 8000 Meter hoch und richtig, richtig groß. Und alle 1000 Jahre kommt ein Vogel angeflogen, landet auf diesem Berg und pickt mit seinem Schnabel auf dem Felsen rum. Und pickt ein kleines Steinchen los, nicht viel größer als ein Sandkorn. Und dieses Steinchen nimmt der Vogel mit. Und 1000 Jahre später kommt er wieder und macht dasselbe. Und das geht immer so weiter. Und wenn der ganze Berg abgetragen ist, dann sind 5 Minuten der Ewigkeit vorbei. Jetzt hätte mein Papa damals auch sagen können, die Ewigkeit dauert länger als 1000 Jahre oder die Ewigkeit dauert länger als 100 Jahre. Ich glaube, das hätte mich schon genug beeindruckt. Aber so hat er es wirklich geschafft, mir zumindest ein Gefühl dafür zu geben, wie lang die Ewigkeit eigentlich ist. Und ihr seht ja, also die Geschichte ist mir bis heute im Gedächtnis. Ja, und ganz oft ist es ja so, dass wir gar nicht unbedingt wollen, dass etwas ewig dauert, dass die Zeit ewig ist. Und mir sind dazu so ein paar Kommentare in den Kopf gekommen, die ich immer mal wieder zu hören bekommen habe. Zum Beispiel, dich habe ich ja ewig nicht gesehen. Oder du hast dich ja ewig nicht gemeldet. Und das drückt natürlich aus, dass ich mich sehr lange nicht gemeldet habe oder dass mich die betreffende Person sehr lange nicht gesehen hat. Und in den meisten Fällen war es auch so, dass dieser Mensch mich vermisst hat und ja, eigentlich froh war, dass diese gefühlte Ewigkeit endlich vorbei war. Ja, und mir geht es ja im Grunde nicht anders. Ich will ja auch nicht ewig getrennt sein von den Menschen, die mir nahestehen, von den Menschen, die ich lieb habe. Das ist eine furchtbare Vorstellung, dass ich diese Menschen nie wiedersehen würde. Also, wir sehen, es kommt schon drauf an, was da eine Ewigkeit dauern soll. Ob das etwas Gutes ist oder ob das etwas Schlechtes ist. Von jemandem getrennt zu sein, ist etwas Schlechtes. Da fallen mir dann aber auch noch andere Sachen ein. Wer möchte zum Beispiel, dass eine Pandemie ewig dauert? Also, ich ganz bestimmt nicht. Und ich bin heilfroh, dass inzwischen ein Impfstoff in Sicht ist. Und wer möchte schon, dass ein Krieg ewig dauert? Ich hoffe, niemand. Und wer möchte schon, dass der Tod ewig dauert? Eigentlich ja auch niemand, oder? Denn das würde ja bedeuten, dass wir nach unserem irdischen Leben einfach weg sind und nie wiederkommen. Furchtbare Vorstellung, muss ich ehrlich sagen. Also, wenn etwas ewig dauern soll, dann muss es schon richtig gut sein. Und der Verfasser der Johannes-Offenbarung, der hat da schon eine ziemlich gute Vorstellung, wie das aussehen kann. Denn der kündigt das Kommen des Friedensreiches an und beschreibt das als ein himmlisches Jerusalem. Also stellt sich das vor, wie die Stadt Jerusalem nur viel, viel größer und viel, viel schöner. Ja, und offensichtlich kann der sich gut vorstellen, die Ewigkeit in diesem neuen Jerusalem zu verbringen. Er malt für die Leserinnen und Leser seiner Johannes-Offenbarung ein ganz strahlendes Bild davon, wie die alte Welt durch eine neue ersetzt wird. Die alte Welt, die ist zeitlich begrenzt, aber die neue, die viel schönere Welt, die ist ewig. Und es ist eine Welt, ja, in der Frieden herrscht, das ist das eine, aber in der es auch keinen Tod, keine Trauer, keinen Schmerz und kein Klagegeschrei mehr geben wird. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das eigentlich nur eine Auswahl der Dinge ist, die dort sind bzw. nicht mehr sein werden. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es in dieser neuen Welt auch keinen Hass, keinen Terror, keine Gewalt mehr geben wird. Und ansonsten würde ich da auch gar nicht sein wollen. Wisst ihr, es gibt ja Menschen, mit denen ich lieber nicht die Ewigkeit verbringen würde. Und da ist es eine wirklich schöne Vorstellung, dass das, womit wir uns hier in unserem irdischen Dasein das Leben gegenseitig schwer gemacht haben, einfach nicht mehr sein wird. Das ist einfach nicht mehr da. Diese ganzen Gräben und diese ganzen Abgründe, die uns hier trennen, die gibt es da nicht mehr.
das, worüber wir uns hier noch in die Haare gekriegt haben, das wird da einfach kein Thema mehr sein. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Das ist etwas, was ich ganz fest glaube. Ja, wie gesagt, eine schöne neue Welt, die da auf uns wartet und die wir erben werden. Das ist das, was uns die Johannes-Offenbarung verspricht, in Aussicht stellt. Wobei ich zugeben muss, dass mich da jetzt ein himmlisches Jerusalem nicht so sehr anspricht. Ich wäre da, glaube ich, mehr für eine traumhafte Landschaft zu haben, wenn es darum geht, wo ich denn meine Ewigkeit zubringen soll. Da werden mir dann Berge oder Wälder oder ein Fluss oder eine blühende Wiese sehr viel lieber. Aber völlig egal, wie der Ort am Ende aussieht, an dem wir die Ewigkeit verbringen werden, ich bin fest davon überzeugt, dass ich mich da sehr, sehr wohl fühlen werde. Das Schöne ist, dass diese Ewigkeit schon angefangen hat. Deren Beginn liegt nicht in ferner Zukunft. Das Reich Gottes, das hat schon angefangen. Es ist nur noch nicht fertig. Darauf warten wir noch, auf die Vollendung sozusagen. Und das Reich Gottes hat meiner Meinung nach deshalb schon angefangen, weil Gott uns unsere Verfehlungen schon vergeben hat durch Jesus Christus. Und dadurch ist ewiges Leben ja erst überhaupt möglich. Das ist das eine. Und dann bin ich der Meinung, dass das Reich Gottes schon angefangen hat, weil es überall auf dieser Welt Menschen gibt, die das Gebot von Gottes Liebe umsetzen. Du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben. Und es gibt Menschen, die das schon leben. Und deshalb hat das Reich Gottes angefangen. Überall da, wo Menschen hilfsbereit sind, ist Reich Gottes. Und überall da, wo Menschen andere Menschen bedingungslos, vorbehaltlos annehmen, da ist Reich Gottes. Überall da, wo Menschen verzeihen können, da ist Reich Gottes. Überall da, wo sich Menschen für den Frieden einsetzen, da ist Reich Gottes. Und das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Es gibt noch viel, viel mehr Orte, an denen das Reich Gottes schon da ist. Wie gesagt, es hat schon angefangen und damit verbunden ist ja auch unsere Hoffnung auf Auferstehung. Denn Gott verspricht uns ja nicht nur, die alte Welt durch eine neue zu ersetzen, sondern Gott verspricht uns ja auch, unser altes irdisches Leben durch ein neues himmlisches zu ersetzen. Unser irdisches Leben, das ist irgendwann vorbei, ja, und danach kommt der Tod, aber der Tod ist ja Gott sei Dank nicht ewig, der ist ja nur ein Übergang ins ewige Leben. Dieses neue Leben, das werden wir erben, genauso wie die Menschheit eines Tages irgendwann das Friedensreich erben wird. Und das Schöne ist, dass die Menschen, die uns vorausgegangen sind, unsere Verstorbenen, ihre Erbschaft schon angetreten haben. Die sind schon da. Und das ist der Trost, den ich uns heute mitgeben möchte. Das ist der Trost, den Gott uns heute mitgibt. Unsere Verstorbenen, die sind schon da, wo sie es richtig, richtig gut haben. Damit ist allerdings noch nicht Schluss, denn das Reich Gottes, das hat nicht nur für unsere Verstorbenen schon angefangen, das hat auch für uns schon angefangen. Auch auf uns wartet eine neue Welt. Und auch für uns ist es möglich, das Alte zurückzulassen, das Beklagenswerte, das Traurige, den schmerzhaften Abschied und zu ersetzen durch ja, ein neues Leben, eine neue Welt, in der all unsere Tränen abgewischt werden und in der wir getröstet sind. Ich hatte ja schon gesagt, dass das Reich Gottes angefangen hat, weil es Menschen gibt, die Gottes Gebot der Liebe leben. Und das schließt diejenigen mit ein, die uns trösten. Ja, Gott wirkt ja nicht ganz versteckt und ganz heimlich und auf ganz wundersame Weise. Und Gott wirkt auch nicht ganz für sich selbst, jedenfalls nicht immer. Manchmal tut sie das schon. Aber viel öfter wirkt Gott ja doch durch uns Menschen. Wir sind ja Gottes Werkzeuge. Und da kommt der Trost her, den wir gerade jetzt in dieser Zeit, glaube ich, besonders nötig haben. Das Kirchenjahr ist fast zu Ende und Weihnachten ist nicht mehr weit weg. Und für viele von uns ist es das erste Weihnachten ohne den geliebten Menschen. Für manche ist es schon das zweite, aber das macht es ja nicht unbedingt leichter.
es kann ein sehr schmerzhaftes, ein sehr trauriges Weihnachten werden, aber es kann auch ein Weihnachten voller Trost werden. Wie gesagt, weil es Menschen gibt, die mit ihrem Trost für uns da sind, die Gottes Werkzeuge sind und die einfach die Liebe leben und dafür sorgen, dass das Reich Gottes auch für uns schon anbricht. Deshalb lasst uns Gemeinschaft sein, lasst uns füreinander da sein, lasst uns Gott mit der Fertigstellung ihres Reiches helfen und lasst uns Gott dabei helfen, dass die Ewigkeit richtig, richtig schön wird. Amen.